war nur ein Weg, mit dir allein, der Geschichte, den Büchern, den Quellen, ja, dem Selbststudium. Ja. Ohne Kontakt von Anfang an zu anderen Muslimen, ja, zu anderen Umgebungen. Genau. Wurde das überhaupt in deiner Familie wahrgenommen, dieser... Ich habe damals allein, also wo das jetzt wirklich akut geworden ist, vorher habe ich halt gelesen und so, aber als ich dann praktizieren angefangen habe, da habe ich alleine gewohnt, auch weit weg von zu Hause. Die haben diese Dinge nicht mitbekommen. Als es dann soweit war, und dann habe ich gesagt, also Leute, ich bin hier, also ich bin jetzt Muslim und so weiter. Also für meine Mutter war das der Untergang des Abendlandes. Also jetzt muss ja also jetzt für die war klar, ich bin in die Fänge von radikal islamischen Gruppen und die sahen mich dann schon auf dem Weg irgendwo in den Nahen Osten oder nach Afghanistan. Mein Vater, der ja also auch nach Meinung von meiner jetzt angeheirateten Familie also offen ist und ein spiritueller Mensch eigentlich, der hat eher gesagt, naja, solange du noch über dich selber bestimmen kannst, ist mir das egal, da kannst du machen, was du willst. Also der war eher entspannt, mein Bruder war der Meinung, das ist jetzt so eine Phase, die geht dann auch wieder rum. Und ich habe aber gesagt, nein, also das ist mir wichtig. Und es gibt gewisse Dinge, die sind auch wahnsinnig gut für mich gewesen. Die haben, also zum Beispiel meine Mutter, die war erst, wie gesagt, geschockt. Und dann sagte sie aber, naja, irgendwie bist du jetzt doch, also vor allem, wenn ich es schaffe, meine 5 Gebete zu verrichten und so weiter, praktiziere Ramadan und so weiter, ich bin ganz also entspannter geworden. Ich war früher eher so aufbrausend und immer gleich genervt und aggressiv. Und das ist jetzt nicht mehr so. Natürlich kann ich mich immer noch aufregen über irgendwas, aber prinzipiell bin ich dadurch doch gelassener geworden. Dieser Satz, ich glaube, Ibn Taymiyyah hat den gesagt, wo sinngemäß, was können mir meine Feinde antun, ich trage das Paradies in der Brust. Wenn man diese, also man darf sich ja nie sicher sein, dass man als Muslim stirbt, man darf es nur hoffen und darum bitten, aber wenn man zumindest sich selber sagen kann, ich bemühe mich, das und man das Schönste, also dann ist man mehr mit sich im Reinen, dann kann einem auch die äußeren Umstände nichts anhaben. Das Schönste ist morgens, wenn man zu Fajr aufsteht und das Gebet verrichtet und es ist komplett dunkel und es ist komplett still. Ich kann das gar nicht beschreiben, das ist so ein spiritueller Moment, wenn man wirklich aufsteht und sich nur auf das Gebet konzentriert, da hat man das Gefühl, man ist also wirklich mit sich, mit Allah, mit der Schöpfung im Reinen. Also es ist, weiß nicht, also es sind halt ganz andere Gefühle, die wachgekitzelt werden. Oder auch, wann immer ich in eine Moschee gegangen bin, also jetzt, wenn wir im Urlaub waren in Tunesien, hat man sich die Moschee von, weiß der Kuckuck, Hammamet angeguckt. Wenn ich da reingegangen bin, das war, obwohl ich dann überhaupt, was ist eine Moschee, ja, irgendwie so eine Art Kirche irgendwie. Also ich wusste gar nicht, was das ist, aber es war so wie so ein Nachhausekommen, das kennt man irgendwie. Und es ist auch viel normaler, dass die sich zum Gebet hinknien. Das war mir irgendwie so, hey, die sitzen da, das ist ja A, viel bequemer als die Kirchenbänke, die meistens ziemlich hart und klein und unangenehm sind. Und natürlich muss man sich verbeugen. Natürlich muss man sich vor dem Schöpfer niederwerfen.
Das sind ja sogar in der Bibel so geschrieben. Ich weiß gar nicht, warum das nie den Weg in die Praxis gefunden hat. Es steht da, dass also Salomon, also Suleiman im Islam, alayhi salam, also er betete, ging einen Schritt oder so und warf sich nieder und mit seiner Stirn berührte er den Boden. Ja, das hat er wahrscheinlich nicht aus Zufall gemacht. Und das sind so Fakten, die mich dann auch immer wieder bestätigt haben, diese naturwissenschaftlichen Bestätigungen im Koran. Das gesamte Gesellschaftssystem, was heute nötiger wäre denn je. Alles. Ich habe immer besser verstanden, Islam ist jedes kleine Rädchen, was da irgendwie ineinander greift, ist zu was gut. Und das ist richtig so. Und man darf nichts hinzufügen, man darf auch nichts wegnehmen.